Die 6. Flotte räumt auf. Zeit einzuschreiten. Lange Geschichte, dieses Gebäude. Das meiste ziemlich hässlich. Erst ein Schloss mit richtigem Kerker. Sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die die Regierung nicht wollte, aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges, von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 627 ist das Ziel, das Makarov will. Lassen wir ihn frei. Dann lassen wir den mal frei, ne? Hier Jet 1-1. Zwei F-15 sind unterwegs. Wir haben's für den Abschnitt. Bereithalten für Angriff. Over. Bestätigt, Chester. Ausschalten. Oi. Fox 3, Fox 3. Da schießen die Jets doch schon los. Guter Abschuss, guter Abschuss. Hornet 2-1, Sie haben freie Bahn. Viel Glück. Ende. Hornet 2-1 verstanden. 2-2, alles verstanden. 2-3 bestätigt. Der Gulag, Tag 5, 7.42 Uhr, 64 Kilometer östlich von Petropolovsk, glaube ich. Konnte ich mal richtig lesen. Oh je. Echt schwer zu schießen, wenn der fliegt. Schnell nachladen hier. Fliegen auch schön die ganzen Raketen rein. Ganzes Schloss wird weggemacht. Oh. Na, so geht's auch, ne? Holy shit. Los! Ich muss sagen, das Schloss sieht aber eigentlich schon recht schön aus. Hier nicht der Kriegsschauplatz wäre, ne? Oder halt das russische Gefängnis, wäre es ja doch ganz schön. Glaube ich zumindest. Weil wer weiß, wie es hier im Mittelalter aussah. War wahrscheinlich der ganze Boden voller Kot oder so. Der fette Burgherr hat sich wahrscheinlich richtig gut gehen lassen. Aber naja. Wer weiß das schon, ne? Wir müssen auch hier konzentriert bleiben, damit wir nicht sterben. Also genug davon. Gucken wir mal lieber, dass wir die Verteidiger platt machen. Müssen wir hier rein? Nein. Hier geht's lang. Es geht los. Wir gehen rein, schnappen den Gefangenen 627 und verschwinden. Ecken überprüfen. Rutsch! Sperrfeuer! Ach du Scheiße. Wir haben halt erstmal alles kaputt geschossen. Oh. 2 von 45, seht ihr mal. Ein bisschen haben wir schon gesammelt davon.
ist denn der? Komm, wir rücken einfach mal vor. Da ist nichts drin. Holy shit. Ist mir gerade kurz das Herz stehen geblieben, als ich die Granate in der Hand hatte. Ah, sehr schön. Oh, es stürmt, Leute. Kontakt auf 2 Uhr! Zelle 4D ist gesichert. Die Zelle ist gesichert. Bewegung! Ziel auf 12 Uhr! Die Zellen sind leer! Ich hab's! Gefangener 627 wurde in den Ausgang verlegt. Sie müssen durch die Waffenkammer im Zentrum. Was auch? Jo, das ist Iron Man. Das interessiert ihn einfach nicht, wenn die Granate unter seinen Füßen explodiert. Was haben wir hier? Oi, 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 oi. Waffen. Schlechte Nachrichten. Ich sehe drei, nein, vier feindliche Truppen. Komm, nehmen wir mal die schöne AK her. Oh, ein Einsatzschild. Verdammt, sie haben sie total verriegelt. Okay, die können uns nichts. Ich sag nur fuck you da drüben. Was willst du eigentlich? Ich hab mein geiles Einsatzschild, du kannst mir nichts anhaben. Könnten meine Mates da. Vorsicht! Gut gemacht. Es kommen noch mehr Ziele zu ihnen. Wir werden mehr Deckung brauchen. Einsatzschild mitnehmen. Holy shit. Das Problem ist, wie sollen wir die denn jetzt platt machen? Ich guck einfach erstmal, dass wir irgendwie am Leben bleiben. Okay, okay, okay. Alles gut hier. Alles safe, Freunde. Schau die einfach alle um, das ist kein Problem für mich. Kommt mal nach hier, Freunde. Sind so viele. Aua. Scheiße. Da hätte ich ein bisschen warten sollen. War jetzt nicht ganz so gut. Machen wir nochmal, ist ja nicht schlimm. Komm her, komm her. Ah, die sind noch so weit hinten. Ich warte mal hier kurz. Kommen die überhaupt? Okay. Ah, die killen die von da drüben. Komm, wir werfen mal eine Granate. Oh oh. Haben wir hier? Okay, sonst ab sein, alles klar. Und los geht's, Freunde. Hui, hui. Oh, das war's schon. Schade. Nachtsicht, oh geil. Oi, oi, oi. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ach, kein Kommentar. Ich wollte eigentlich gerade den Laserpointer anstellen, aber ich habe ja eine andere Waffe. Und da das bei anderen Spielen mit cool ist, habe ich jetzt aus Versehen die Granate geworfen. Okay, das Nachtsichtgerät hilft irgendwie nicht so viel. Ich kann nicht schießen, wenn ihr davor steht, die Idioten. Oh, scheiße. Das Nachtsichtgerät ist echt nicht so das Wahre.
Oi. Hab Schrot in die Phrasen gekriegt. Oh shit, was ist jetzt los? Mach mal Nachtsichtgerät aus. Die Navy ist gerade nicht zum Sprechen aufgelegt. Bereit halten. Ich glaube, ich lasse das Nachtsichtgerät aus. Hier sieht man ohne besser, habe ich so das Gefühl. Bravo 6, Sie haben das Feuer eingestellt. Gehen Sie weiter, ich halte Sie auf dem Laufenden. Ende. Ist ja so ordentlich Licht, dann geht das doch. Da höre ich auch schon wieder die Russen. Der wäre da. Ja, stürm und los, los. Alles klar. Was war denn da jetzt los? Ich dachte, der in der Ecke wäre ein Mate gewesen. Der alte Duschraum liegt etwa 10 Meter vor Ihnen auf der linken Seite. Sie kommen nur durch die Wand rein. Wir nehmen eine Abkürzung. Durch die Wand? Ja, Logo. Warum denn nicht, ne? Komm, machen wir das doch mal. Sprengen wir uns einfach mal durch die Wand. Oh shit. Die haben wir jetzt gut überrascht, würde ich mal sagen. Nehmen wir die AK mit dem Echo-Visier. Ich werfe natürlich erstmal eine Granate. Like a boss. Wie auch sonst. Was auch sonst. Die haben alle so schöne Laserpointer, die Russen. Ich will auch einen haben. Dann flashen wir da mal rein. Holy shit. Einsatzschilder erstmal reinnähen. Boom. Das tut weh. Mal das erste hier oben sehen. Oh nein. Boah. Das war sowas von knapp. Ja, die da oben werden schon mal down. Da ist noch einer. Ach nee. Ich esse wieder die Mails dann, was auch sonst. Dass die aber auch hier so komisch rumlaufen müssen, verstehe ich echt auch nicht. So, dich flash ich jetzt erstmal, komm. Tschüss. Der wäre auch mal da. Ah, da waren zwei, scheint. So. Scheint alles clear zu sein, oder? Jo, alles clear. Nice. Und jetzt nochmal da runter. Na, dann los. Los, wir sind im alten Tunnelsystem unterwegs Richtung Süd-Südwest. Okay, folgen Sie weiter dem Tunnel. Boah, die Anlage ist aber echt ganz schön runtergekommen, ne? Ich will hier weg sein, wenn die Schiffe wieder feuern. Weiter, Sie sind fast da. Hui. Erfasse zwei Wärmesignaturen. Eine sollte zu Gebäude 627 gehören. Dann sollen wir wieder die Wand aufsprengen. Ja, dann los. Na okay, der macht das anscheinend schon selber. Au! Guten Tag. Lauft!
begonnen. Nichts wie Wächter. Sofort. Aua. Das ist der Heli. Es tut doch weh hier, die ganzen Steine. Wow. Wo lang sollen wir denn hier? Den habe ich erstmal hier noch kurzzeitig erlöst, bevor der von dem Geröll platt gemacht wird. Eine Bombe. Oh, oh. Bravo 6, hier ist zu viel Rauch. Kann sie nicht sehen, kann sie nicht sehen. Aua. Oh, Scheiße. Oh, nice. Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott.